Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von NPO News und Wissen. Ihr Kanal für steuerbegünstigte Vereine, Verbände und Stiftungen. Mein Name ist Dr. Raphael Hörmann und wie immer an meiner Seite Josef Renner. Hallo. Wir sind Teamleiter der Kanzlei Kempel-Hörmann, dort bei den NPO-Experten. Und wir befassen uns heute mit der Frage, wie sieht das eigentlich aus mit Aufwendungsersatz, Auslagenersatz und Vergütung bei gemeinnützigen Organisationen? Was geht da, was geht da nicht? Josef, sicherlich ein weites Thema. Was ist denn überhaupt das Thema Auslage und Auslagenersatz? Also mach doch mal bitte ein Beispiel, wenn man einen Verein hat, welche Auslagen werden da klassischerweise ersetzt und wie funktioniert sowas? Also die klassischen Auslagen fallen ja oft bei einem Vorstand an, der oft dann auch ehrenamtlich tätig ist. Daneben, der fährt zu einer Sitzung hin, also hat er Fahrtkosten. Das kann ein Bahnticket sein, das kann theoretisch auch Kilometerersatz quasi sein für geleistete Kilometer mit seinem eigenen Fahrzeug. Das könnte auch Porto sein oder Papier, das er hier aufgewendet hat. Also schlicht alles, was man für seine Vereinsarbeit eben in seinem Amt eben privat aufgewendet hat, was nicht unmittelbar über die Vereinskasse bezahlt wurde, sondern eben ausgelegt. Gibt es da irgendwelche Restriktionen, wenn der Verein das ersetzen soll, damit das Vereinsmitglied nicht auf diesen Kosten sitzen bleibt? Da gibt es zum Glück eigentlich keine Restriktion. Das heißt, der echte Auslagenteil, der hier war, kann auch ersetzt werden. Also die Kosten, die man hatte, sind ersatzfähig. Der Nachteil an diesem echten Auslagenersatz ist allerdings, nach meinem Verständnis, dass wir einen Nachweis jeder einzelnen Auslage zu führen haben. Also pauschal geht das ja so ohne weiteres nicht, richtig? Das ist richtig. Also wir können nicht sagen, ja, ich hatte hier Pi mal Daumen 500 Euro Ausgaben, ersetzt mir das mal. Nein, nein, da muss jeweils ein Beleg her. Ich bin hier dorthin gefahren, hier ist mein Bahnticket. Das ist also typischerweise der Job des Schatzmeisters oder einer sonstigen benannten Person im Verein, zu überprüfen, dass diese Auslagen auch tatsächlich angefallen sind und der Beleg auch entsprechend beim Verein eingereicht wurde. Nur dann können solche Auslagen auch ersetzt werden. Brauche ich hierfür irgendeine Regelung in der Satzung? Brauche ich hierfür einen Vertrag? Zwar wird oft hier in die Satzung reingeschrieben, dass solche Auslagen möglich sein sollen, notwendig ist es aber nicht. Richtig, weil woher kommt es? Es kommt letztendlich direkt aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Der Auslagenersatz steht jedermann zu. Es hat nichts mit gemeinnützigen Vereinen zu tun oder Verbänden und Stiftungen. Jeder, der für einen anderen etwas erledigt und dabei Auslagen hat, kann Ersatz verlangen von einem anderen. Dementsprechend, also das ist immer wieder eine Geschichte, die wir erfahren, dass Leute zu uns kommen und sagen, darf ich das überhaupt ersetzen? Wir sind doch gemeinnützig. Ja, dürfen sie. Der einzige Nachteil ist, sie müssen sich das belegen lassen. Nochmal zum Thema Auslagenersatz. Wir haben gerade hier von Bahnticket gesprochen und so weiter. Wie ist das mit Zeit? Kann ich mir die Zeit da auch vergüten lassen? Ist das dann auch Auslagenersatz? Ich war 3 Stunden in der Bahn gesessen und das hat mich zwar nichts gekostet, aber ich habe 3 Stunden nicht arbeiten können. Gibt es dafür etwas? Da sind wir sozusagen nicht mehr beim klassischen Auslagenersatz, sondern beim Aufwendungsersatz, quasi Geld für aufgewendete Zeit. Und da sind wir in quasi viel engeren Rahmen. Dann haben wir nicht dieses typische Auftragsverhältnis, aus dem ich quasi einfach meine echten Auslagen zurückbekomme, sondern ich muss schauen, was hier möglich ist. Und dann haben wir verschiedene Instrumente. Also wir können auf die Ehrenamtspauschale zurückgreifen, die Übungsleiterpauschale. Haben wir beide Sachen vielleicht in Voraussetzungen nicht oder gehen wir darüber hinaus? Dann müssten wir weiterschauen. Dann wären wir eigentlich richtigerweise in den allermeisten Fällen in einem Arbeitsverhältnis. Diese typischen Sitzungsgelder, die auch mal Vorstandsmitglieder bekommen, da muss man schauen, wie hoch die sind, ob die nicht über die Pauschalen hinausgehen. Das heißt also, wir haben weitere Videos gemacht zur Ehrenamtspauschale und Übungsleiterpauschale. Das sind klassische Formen des Aufwendungsersatzes für Zeit. Die können sich gerne anschauen, da sehen Sie, was Sie dort machen können. Wenn man diese Pauschalen überschreitet, wie der Josef gerade so schön gesagt hat, müssen wir dann in den Bereich der Vergütung einsteigen. Ganz eigenes Thema. Vergütung heißt unter Umständen Arbeitsrecht, heißt unter Umständen Steuern und Abgaben. Das heißt also, wenn Sie das Wort Auslagen und Aufwendungsersatz hören, denken Sie bitte als allererstes an das, was Josef sagte. Echter Nachweis von Kosten, Ersatz dieser Kosten, keine Regelung in der Satzung, kein Vertrag notwendig. Bei allen Regelungen darüber hinaus, wie Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale oder Vergütung, sieht die Welt anders aus. Wir müssen mit Verträgen arbeiten und so weiter. Das heißt also, Ersatz von Zeit ist deutlich komplizierter als tatsächlicher Ersatz von Kosten. So kann man ein Fazit ziehen, richtig? Völlig richtig. Also wenn man es so in einfach auch sagen möchte, das eine ist ein Auftragsverhältnis, wo ich irgendwas nur ersetzt bekomme. Das andere ist eine Tätigkeit, wo ich wirklich Zeit aufwende und dafür einfach etwas bekomme. Genau.
Gut, ich denke, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe. Vielen Dank fürs Zusehen. Lieber Josef, vielen Dank, dass du teilgenommen hast. Vielen Dank für deine Beiträge aus der Praxis. Wie immer gerne. Wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema des Aufwendungs- und Auslagenersatzes, empfehle ich Ihnen unsere Internetseite npo-experten.de sowie unser Newsletter. Hier führen wir diverse Unterlagen und Themen aus zu dieser Möglichkeit der Vergütung und der Möglichkeit des Auslagenersatzes. Auf unserer Seite finden Sie entsprechende Checklisten. Machen Sie davon Gebrauch, um hier keine Rechtsunsicherheit erleben zu müssen. Vielen Dank fürs Zusehen und bleiben Sie dabei.